Grüße euch, meine Lieben, zum germanischen Wochenorakel vom 27. Mai bis 2. Juni 2019. Wir haben wieder drei Legungen. Werde ich jetzt alle einzeln etwas näher heranzoomen. Na, bei der IKEA habe ich auch noch einen tollen Bilderrahmen gefunden, der so ein bisschen in 3D, muss ich keine Kiste mit untermachen, aber ich habe jetzt meine schwarze Mappe nicht gefunden. Aber das werde ich euch noch zeigen. Jetzt ist mal ein Aquarellbild drin. Passt nicht ganz, aber die Wölbung hat auch was, finde ich. Hier haben wir den Crazy Lace Achat. Hier haben wir den Sodalith. Hier haben wir den Larimar, ein wunderschönes Hellblau. Eigentlich müsste ich einen kleinen Larimar haben, aber ich habe ihn jetzt leider nicht entdeckt. So, hier haben wir spirituelles Geldbewusstsein, ihr täglicher Wohlstandsimpuls von Thorsten Weiß. Ich erwarte, dass nur das Beste geschieht und das tut es auch. Mit dieser Haltung gibst du eine klare Vorgabe. So denkt eine Managerin, ein Manager und wird es deshalb auch im Alltag auf diese Weise erfahren. Du musst nicht ehrfürchtig um etwas bitten. Wenn deine Grundhaltung auf Dankbarkeit und Liebe basiert, dann ist der klare Ausdruck dessen, was du willst, vollkommen. Du bist die Chefin, der Chef und triffst selbst die Entscheidung für Wohlstand und für das Gute. Super, man sollte immer Chef oder Chefin seines eigenen Lebens mitunter auch sein. Oder sein Zuhause, ja. So, wir kommen zu der Joker-Karte von Bärbel Mohr. Diese Woche hat jedes einzelne Wochenorakel seine eigene Karte. Ich finde die jetzt gar nicht so schlecht. Hier haben wir, wenn du dich für jeden freust, der in Glück und Fülle lebt, schickt das Universum auch dir Fülle. Hegst du hingegen Neid und Missgunst, dann nimmt das Universum dir womöglich alles weg. Es gibt dir alles, was du durch deine innere Einstellung bestellst. Euer Krafttier für diese Woche ist der Wolf und ich finde das wirklich fantastisch. Deswegen würde ich diesen Text gerne ganz vorlesen. Der Wolf steht als familiärer Begleiter.
Der Wolf kommt über die gezogene Kraftkarte als Mitglied deiner engeren spirituellen Familie zu dir. Er bringt dir auf sehr hochschwingender energetischer Ebene die Achtung, die Unterstützung und die Liebe, die dir möglicherweise in deiner biologischen Familie nicht entgegengebracht werden konnte. Der Wolf ist zugleich Bruder und Schwester, Vater und Mutter, Tante und Großvater, Kind und Enkel. Er stellt dir seine Energie und Kraft zur Verfügung, um dich, wie es sonst eine Familie tun sollte, in allen Lebensbereichen zu begleiten. Beispielsweise in schwierigen Situationen aufzufangen und zu trösten, dich einfach zu halten und dir Mut zuzusprechen. Indem du seine Karte vor dir liegen hast, zeigt dir dieses extrem loyale Kraft ja an, dass es auf spiritueller Ebene für dich da ist. Der Wolf ist zwar ein zurückhaltender, aber äußerst verlässlicher spiritueller Begleiter, dessen kraftvolle Energie sofort zur Stelle ist, wenn du ihrer bedarfst. Er hilft dir auf allen Ebenen, er fängt deine aktuellen Stimmungen und Gefühle auf und lässt dich auch auf deinem spirituellen Weg niemals allein. Du kannst dich somit in der anstehenden Frage auf eine sehr kraftvolle und loyale spirituelle Unterstützung verlassen. Bitte den Wolf. Du kannst dies tatsächlich am einfachsten mit ausgesprochenen Worten tun. Um Hilfe in der anstehenden Angelegenheit, wird sein Möglichstes tun, um dir auf energetischer Ebene den Weg für dein Anliegen freizuschalten. Vielleicht stellt er dir sein Wissen über deine Träume zur Verfügung oder du erhältst in deiner Meditation eine entsprechende Vision, die dir weiterhilft. Möglicherweise erscheint er dir auch im Traum, ganz unmittelbar als Wolf mit einer klaren Botschaft. Sei jetzt einfach wachsam und achtsam auf der geistigen Ebene. Dein familiärer Begleiter gibt dir Zeichen und Hinweise, dass du gut geführt und gehalten bist. Vertraue darauf, du bist nicht allein. Ein Bindeglied zu deiner lichtvollen geistigen Führung steht dir ganz unmittelbar zur Seite. Dir wird Unterstützung von ganz unerwarteter Seite zuteilt und deine Affirmation oder die Affirmation der Wolfkarte: Ich bin nicht allein. Mir stehen irdische und geistige Helfer zur Seite. Ich lasse mein Eingebundensein in die großen Zusammenhänge, in das eine zu und begrüße dieses Geschenk. Toll, oder? So, meine Lieben, ich beginne jetzt mit den einzelnen Legungen. Hier seht ihr sie nochmal alle drei und ich werde dann jetzt die einzelnen Karten vorstellen und ihre Bedeutung. Hier haben wir den Crazy Lace Achat. Hier haben wir den
Sodalit. Hier haben wir den Larimar, ein wunderschönes Hellblau. Eigentlich müsste ich einen kleinen Larimar haben, aber ich habe ihn jetzt leider nicht entdeckt. So, wir kommen zur ersten Legung, dem Crazy Lace Achat. Und ja, wir haben jetzt gar keine Chakra-Zuordnung, aber hier die Heilkunde. Gewandtheit, Beweglichkeit, Dynamik, Lebhaftigkeit, Abwechslung, Flexibilität im Denken und Handeln fördert den Gewebstoffwechsel sehr gut bei Infektionen, Insektenstichen, Krampfadern und Hämorrhoidenleiden. Okay, Hämorrhoidenleiden, ich würde es jetzt nicht in den Popo schieben. Ist vielleicht ein Zäpfchen oder ja. Dolopolysterine-Creme wesentlich angenehmer. Aufladen im Vollmondlicht. So, meine Lieben, als allgemeine Deutung haben wir hier jetzt Siegfried. Und Siegfried steht für den Mut. Der Mythos und ihm, die Gestalt des Drachentöters, findet sich in den Eppen und Heldenliedern verschiedener europäischer Länder. Er gilt bis heute zweifelsohne als der strahlende Held schlechthin, der tapfer und unbesiegbar in die Welt hinauszieht. Allgemein, als Person finden wir hier den angriffslustigen jungen Heißsporn oder die stürmische Amazone, die in ihrer Begeisterungsfähigkeit und ihrem ungestümen Auftreten manches Strohfeuer zu entfachen wissen. Der innere Erddrache ist erwacht und begierig darauf, sich ins Leben zu stürzen. Dafür braucht es Mut und Eier in deinen Hosen. Denn sich in der Welt zu behaupten, ist meist kein leichtes Unterfangen. Nur im Kampf gegen die Drachen von außen erlernen wir, dass diese Feindbilder immer ein Spiegel und somit Teil unserer eigenen Person sind. Diese Erkenntnis allein reicht allerdings nicht aus, um eine bevorstehende Auseinandersetzung zu verhindern, sondern gestattet uns lediglich in Freiheit, ob wir kämpfen wollen oder nicht. Es gilt das Motto: viel Feind, viel Ehre. Ehre. Hört sich besser an, Ehre, weil hier steht nur er. E-H-R. Zum Thema Arbeit hast du die schöne Gevion und sie steht hier für Abgrenzung. Mythos, Gevion ist eine der Assassinen, die ursprünglich wohl aus dem Geschlecht der Wannen stammt. Es gelingt ihr mit Hilfe von 4 in Ochsen verwandelten Riesensöhne, König Gylfi, ein gewaltiges Stück Land zu entwenden.
Super. Also hier Beruf, unsere persönlichen Arbeitsbereich sind Klarheit, Struktur und Stabilität angezeigt, wenn wir bereit sind, dafür auch einzutreten. Absicherung des bisher Erreichten ist ebenfalls ein Thema und sollte nicht zu leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Günstiger Zeitpunkt, um Verträge und Verhandlungen zum Abschluss zu bringen, wobei sämtliche Klauseln gut geprüft werden sollten. Das hört sich doch für einen beruflichen Bereich sehr gut an. Naja, schauen wir mal weiter, was die Liebe uns noch so mitgeben möchte. Zum Thema Liebe habe ich hier die Snodra. Und sie steht für die Tugend. Ja, sie hält auch die Lilien mitunter in der Hand. Hier der Mythos. Die Göttin zählt zu den zahlreichen Schutzgottheiten, welche die Anliegen und Bitten in Not geratener, jungfräulicher Mädchen erhört. Ihr Wesen wird als klug, weise, tugendhaft und von feinem Benehmen beschrieben. Hier ist die jungfräuliche Schutzpatronin Anzeiger solcher Empfindungen wie Befremdlichkeit, Enttäuschung oder des Gefühls des Alleingelassenseins. Daraus resultiert mitunter äußerer wie innerer Rückzug aus der bösen Welt, der einer selbstgewählten Flucht in unser eigenes Seelengefängnis Turm gleichkommen kann. Ein verwundetes, enttäuschtes oder furchtsames Herz vermag seine Berührungsängste jedoch nicht zu überwinden, indem es weiter an der Unerreichbarkeit eines überzogenen Wunschdenkens festhält. Vertrauen in die Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung und die Bereitschaft, den Dingen den nötigen Zeitraum für ein natürliches Wachstum zu geben, helfen, jene Mauern in uns oder zum anderen hin zu überwinden, die sich oftmals über einen langen Zeitraum aus Schuldgefühlen, Versagensängsten und einem zu hohen Selbsterwartungsdruck errichtet hat. Hier kommen wir zum Engel von Pia Schneider. Und es ist unser Schutzengel, der persönliche Schutzengel. Hilfe durch bewusstes Wandeln, lerne den Tiger zu reiten. Und jedem Wandel wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Klammer frei nach Hermann Hesse. Hier die Liebe. Äußern Sie Ihre Bedürfnisse und haben Sie ein offenes Ohr für die Bedürfnisse anderer. Achtung, denken Sie nicht, Sie wüssten schon alles darüber. Deine Amors-Botschaft? Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Eine zusätzliche Botschaft aus dem Engel-Tarot. Ist das jetzt Erzengel? Nee, das Engel-Tarot von Doreen Virtue. Doch sind ein paar bei mir erhältlich.
König des Feuers, motivierend, idealistisch, ambitioniert und charismatisch. Er reitet hier seinen Drachen, würde ich sagen. Auch wunderschön. Fokussieren, fokussieren, fokussieren. Kommuniziere mit Weitsicht und sei ein Anführer. Rat von einer kreativen Person. Jetzt möchte ich allerdings auch noch die Lichtengelkarte hier präsentieren. Ne? Nicht so einfach. Und ich habe hier die Harmonie. Schwinge dein Denken, Fühlen und Tun auf eine gemeinsame Linie ein. Toll. Jetzt kommen wir zur zweiten Legung, dem Sodalit. Okay. Wir haben hier die Chakra-Zuordnung, Stirnchakra, drittes Auge. Heilkunde wirkt auf der mentalen Ebene, löst emotionale Blockaden, Balance zwischen bewusst und unbewusst, fördert Wahrheitssuche, Idealismus und Struktur. Reguliert Wechseljahre, wirkt kühlend, Bezug zu Stimme, Hals, Flüssigkeiten. Aufladen in der Bergkristallgruppe, Morgensonne und Abendsonne. Für die allgemeinen Tendenzen der zweiten Legung haben wir hier Traubnier, die Vermehrung. Hier der Mythos. Der kostbare goldene Wunschring wurde einst von Zwergen geschaffen. In jeder neunten Nacht tropfen 8 ebenso schwere Ringe von ihm ab und beschweren somit seinem Eigner materielle Sorglosigkeit. Allgemein, Traubniers Erziehung deutet in erster Linie auf materiellen Gewinn, manchmal auch völlig unerwartet, beruflichen Erfolg oder Wohlstand hin. Doch kann es sich ebenso auch im inneren Bereich handeln, dessen wir durch neu gewonnene Erkenntnisse oder Erfahrungen gewahr werden dürfen. Bewusster Umgang, Respekt und Demut vor den Wunden der Schöpfung, deren Teil wir alle sind, sind eine gute Voraussetzung, um Zugang zu dieser kostbaren, da inneren Zufriedenheit zu gelangen. Beruflich haben wir hier den Frenja-Wolf. Mythos. Der riesige Wolf ist eine Kreatur Lokis. Um sich vor ihm zu schützen, verbannen die Götter ihn auf eine Insel und legen ihn an eine magische Kette. Dort harrt er voller Hass auf sie aus. Bis zum Weltenende. Beruf. Wenn hier ein ungutes Gefühl umfängt, der ahnt möglicherweise schon, worauf er sich einlässt und welche Energien hier im Spiel sind. Umso mehr ist die Karte ein Aufruf, nicht in Angst und Passivität zu erstarren, sondern vielmehr als Alpha-Tier in uns selbst zu entdecken und zu aktivieren.
da auf der Instinktebene am Ende immer der mental physisch Stärkere die Situation bestimmt. Zum Thema Liebe haben wir hier die Walküren und sie sind die Schicksalsengel. Mythos. Die Wählerinnen der Toten sind Odins Töchter und Helferinnen. Sie erfüllen des Göttervaters Wünsche und geleiten die im Kampf gefallenen Helden nach Valhall, den Kriegerhimmel. Im Bereich der Beziehungen, im partnerschaftlichen Bereich zeigen die Walküre eine Zeit, in der Fairness und Ausgewogenheit durch gegenseitiges sich einander öffnen ganz vorne stehen könnten. Auch kann es sein, dass wir hier unserem Wunsch bzw. Seelenpartner begegnen. Doch ist dabei Vorsicht vor überhöhten Projektionen und Erwartungen geboten, da alles Himmlische entflieht, sobald das Irdische zu vereinnahmen sucht, es zu vereinnahmen versucht. Möglicherweise werden wir aber auch mit Situationen und Menschen konfrontiert, die uns zu verstehen geben wollen, wo wir uns im Leben selbst blockieren, da bisher keine wesentliche Aussöhnung mit dem gegengeschlechtlichen Prinzip in uns selbst erfolgt ist. Der Engel zum Thema Liebe, hier haben wir die Heilung, Engel der Heilung, Hilfe durch Realismus, Heilung ist eine reelle Chance. Die Menschen wissen nicht, wie nah die Wahrheit ist, sie suchen in der Ferne, wie traurig. Sie gleichen einem Manne, der mitten im Wasser steht und vor Durst jämmerlich schreit. Von Hakuin. Hier, Liebe, begraben Sie falschen Stolz und falsche Bescheidenheit. Und wir schauen, was in der Amors Botschaft noch gegeben ist. Jetzt fällt alles runter. Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Page des Wassers. Intuitiv, sensitiv, künstlerisch, freundlich. Da ist auch das Wasser im Fließen, eine gewisse Reinigung. Ja. Der Kral. Eine neue Person tritt in dein Leben. Eine Beziehung tritt in eine neue Phase. Gesteigerte übersinnliche Fähigkeiten. Und dein Lichtengel? Sternenengel kommen aus dem All, aus dem Raum der Gnade. Toll. Jetzt kommen wir auch schon zur dritten Legung mit dem Laminar. Okay, hier haben wir den Larimar. Chakra haben wir Hals- und Kehlchakra, blau und Stirnchakra, drittes Auge, lila. Heilkunde, Offenheit hilft den geistigen Raum zu vergrößern und abzugrenzen.
sowie aufgenommene Eindrücke zu verarbeiten, erweitert die Wahrnehmung, regt Gehirntätigkeit und Sensibilität an, hilft bei Beschwerden von Brust, Hals und Kopf. Aufladen, Bergkristallgruppe, Morgensonne und Abendsonne. So, die allgemeine Tendenzen habe ich hier Höhe-Dur gezogen, die Blindheit. Bevor ich jetzt zweimal die Bedeutung erkläre, lese ich euch einfach den Mythos mitunter vor. Also hier Höhe-Dur oder Höhe-Dr ist ein Sohn des Odin und der Frigg. Durch seine Blindheit behindert, gelingt es Loki, den Gott zu missbrauchen, um Hödurs eigenen Bruder Balder zu ermorden. Allgemein, der blinde Gott verweist auf die Dinge und Seiten des Lebens, die wir nicht sehen können oder einfach nicht wahrhaben wollen. Allgemein gilt, unsere Wahrnehmungsfähigkeit zu schärfen und die Augen und Sinne zu öffnen, um das zu erkennen, was wir ausblenden oder sich unserer Wahrnehmung entzieht. Diese Erkenntnisse machen uns frei von unerwünschter Manipulation und helfen uns, Eigenverantwortung für unsere Entscheidungen und Taten zu übernehmen. So, komm, schauen wir mal im beruflichen Bereich. So, hier haben wir Lokis Strafe, auch die Schuld. Man sieht hier schön, wie er mit der Schale hier beträufelt wird. Also hier ist die Schlange. Tröpfelt auf seine Stirn und seine Frau, die hier mitunter die Schale hält. Da kann sie ja froh drum sein. Schon würde er ja hier in den Wahnsinn getrieben. Wir haben jetzt im beruflichen Bereich hier erstmal Mythos, nachdem Loki aufgrund seiner Untaten mehrmals in Ungnade gefallen ist, schmieden ihn die Götter an einen Felsen. Dort muss er bis zum Weltenende ausharren, während das Gift einer Schlange beständig auf sein Haupt träufelt. Beruf. Die Hände sind uns gebunden und wir scheinen zu Passivität und leidvollem Ausharren verdammt. Vielleicht sehen wir uns auch als Opfer von Intrigen, Missgunst oder Mobbing und befinden uns in einer tiefen Phase gekränkter oder aus Krankheit resultierender Hilflosigkeit, deren Hinterfragung sowie mögliches Eingeständnis, warum wir hier zum Spielball dieser inneren oder äußeren Anfeindungen geworden sind, kann uns unter Umständen eine neue Richtung weisen. So, wir kommen zum Thema Liebe. Hier haben wir Money. Das Unbewusste, Mythos. Money ist das personifizierte Gestirn, das täglich in seinem Wagen die Erde umrundet. Seine Schwerter in Sol, die Sonne,
Die Zeitrechnung der germanischen Stämme richtet sich stets nach dem Mond und nicht wie heute üblich nach der Sonne. Beziehung. Hier steht Mani für schwärmerische Träume, Romantik und tiefe Gefühle, die mitunter Mut, Offenheit und echte Hingabe erfordern. Ebenso aber können schwer einzuordnende Stimmungsschwankungen auftreten, die das Geschehen empfindlich zu stören drohen. Um Verständnislosigkeit in unserem Umfeld hervorzurufen, dem Irrationalen allein mit Logik und Kontrolle beikommen zu wollen, ist jedoch wenig ratsam, sondern ruft mehr unser Einfühlungsvermögen auf, den Plan, diese Störungen zu leugnen, ist im Umfeld dieser Karte jedoch zwecklos, da der Übeltäter meist aus uns selbst kommt. Achso, da haben wir hier unten ja auch den Frenja-Wolf hier mit drin. Ah, jetzt auch schon im beruflichen Bereich, gell, bei der ersten Legung. Okay, aber vielleicht ist es auch einfach der abnehmende Mond. Könnte sehr gut sein, dass wir diese Woche auch einen Neumond hatten. Haben, besser gesagt. Und der letzte Vollmond war am 18. Ich sehe jetzt leider keinen Kalender, um euch hier genauer zu informieren. Aber der Engel von Pia Schneider ist die Grenzerfahrung zum Thema Liebe noch für dich. Der Engel der Grenzerfahrung, Hilfe durch Umkehr, bringe Licht ins Dunkeln. Gedicht, man muss das Unmögliche berühren, um aus dem Traum herauszukommen. Im Traum gibt es keine Unmöglichkeit, nur Unvermögen. Von Simone Weil. Hier Liebe. Dieser Engel schürt mitunter die Leidenschaft zwischen den Geschlechtern und stellt die eheliche Treue auf die Probe. Doch sein Ziel ist die Vertiefung und die Festigung der Liebe. Super. Also wenn du hier mitunter in einer Beziehung bist, kann sich das Ganze hier mitunter auch verfestigen. Ja. Sich hier nicht vom Mond irre führen lassen mit den Gefühlen. Ich habe noch deine Amos-Botschaft zum Thema Liebe. Ach ja, schau mal an. Hier haben wir riskante Versuchung, der Schein trügt. Also auf keinen Fall auf etwas einlassen, wo man vorher schon ein merkwürdiges Gefühl mitunter auch hat. Ja, da lieber zwei Schritte zurückgehen. Oder wenn man zwei Schritte vorgetan hat, einen zurück. Neu ist nicht unbedingt besser. So, deine Botschaft. Hier haben wir drei des Wassers. Drei Kelche hier. Eine Feier, eine Hochzeit, ein bestandenes Examen oder die Ankündigung einer Geburt. Der Wunsch nach mehr Spaß. Okay, vielleicht kann es dir diese Woche gelingen, dies auch alles mit unterzubekommen. Und deine Lichtengelbotschaft. Da, das passt ja jetzt sehr gut. Die Musik, öffne dich der heilenden Kraft der Musik. Ja, vielleicht auch Meditation und autogenes Training.
Ich selbst komme mit autogenem Training gar nicht zurecht. Ich finde hier so Engel, Meditation oder Affirmation wesentlich angenehmer wie autogenes Training. Ja, so einfach nur als Beispiel. Und dann kommen wir noch zu den Amors Botschaften, auch mit dem Ja und Nein. Könnt ihr auch schon gerne anfangen, euch etwas zu überlegen als Frage, da es jetzt hier doch relativ schnell von Bild zu Bild geht. So, wir haben drei, nee, vier Amors Botschaften. Einmal das Ja und das Nein. Und ich werde auflösen. Für alle, die noch nicht so weit sind, bitte auf Pause drücken. Die erste Karte ist das Nein. Hier haben wir, auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit, ihr werdet euch nicht vermissen. Hier haben wir den Anfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ja, super. Ich wünsche euch eine wunderschöne, harmonische Woche. Tschüss.